Hallo miteinander, willkommen zurück zu Ymir mit Freelancer und mit. Jetzt so, hi. Hi. Sehr schön. Nicht mehr alleine, endlich. Und wie gesagt, hoffentlich dann bald auch mit diversen Materialien, beziehungsweise Metallen versorgt. So, hier überall. Oh, und schon haben wir keine Hosts mehr. Okay. Wir produzieren hier ja mit vollen Schüben. Könnten eigentlich noch mehr produzieren. Machen wir die gesamte Hoh-Produktion hier hoch. So, wie viel der Tusk meint? 6,5. So, was sagen denn? Ja gut, jetzt haben wir natürlich wieder keine Inaktiven mehr, weil, ne? Wir hier alles aktiviert haben. Na, das wird schon gut sein. Flint sind immer noch auf 0, das ist interessant. Produktion 6,1 und doch auch genau 6,1. Ist irgendwie schwer zu glauben, aber ist gut. Ich freue mich, this material satisfied auf 36%. Aha. Ich versuche mal das Kupfer zu machen. Vielleicht kommen sie dann auf die Idee, hey, wir haben kein Kupfer. Vielleicht sollten wir das anbauen. Das ist hier gleich hier hinten ums Eck. Ein riesiges Feld. So, jetzt werde ich mal gucken, ob ich mit dir irgendwelche Ideen teilen kann. So, zack. Send? Oh, nee. Das war einfach nur Hallo. Okay, give idea. So, sie gibt jetzt mal alles, was ich habe, ne? Sind so ein paar Sachen. Erforsche vor allem so Sachen wie Elders Council. So. Weil die sehr wichtig sind. Dass meine zweite Kolonie fast dann gescheitert. So, Sri Lanka, noch 8 Jobs. Mein Gott, ist ja offen. Ja, es sind ein paar Sachen. Ja. Ah. Sehr gut. So. Was soll ich? Elder Council. Wenn du das machst, das müsste aber, das sind doch so alte Schweine. Habe ich, glaube ich, ein paar. Das ist gut. Ich hätte nämlich oben keine. Keine alten Schweine. Oh, also wenn man sich hier so umschaut, ne? Egal wie viele Barbarendörfer wir angreifen und verwüsten, hier sind so viele in der Gegend. Da ist Hartoda echt besser dran. Die sollten jetzt eh besser dran sein, weil wir ja gerade eben die Bowpicks-Leute gekillt haben, die ja die ganze Hartoda angegriffen haben. Langer Weg von da unten, ne? Gibt es eigentlich die Übersicht, was welche Speile gebraucht werden? Wie meinst du das? Ja, zum Beispiel werden jetzt die Elderspeile für irgendwas, sind die für irgendwas bestimmtes noch da am Anfang? Nee. Also es gibt keine wirkliche Übersicht. Die sind aber, glaube ich, soweit ich weiß, für nichts gut, außer für diese eine Forschung. Also, sowas habe ich bisher noch nichts gehabt. Man kann sie auch, obwohl das teilweise, ja, theoretisch möglich wäre, auf Erkundung schicken, aber das geht leider auch nicht. Und wenn du allein, Leute alleine auf Erkundung schickst, also einen einzelnen Typi, dann kann es sein, dass einfach ein Event kommt, ja, der Typ ist einfach verschwunden, weil, ne, ist sehr gefährlich, jemanden alleine auf Erkundung zu schicken. Ja. Hä? Claim Territory. Wieso? Kann ich das jetzt einfach so machen? Das ist ein... Wieso geht das auf einmal? Vor allem, wieso geht das, wenn ich auf meine Hauptstadt gehe? Claim Territory.
Ja, als klickt draufklicken, Auto-Memory-Error. Okay, alles klar. Dann muss ich mal die Aufnahme unterbrechen. So, ich dachte, jetzt ist doch eine wunderbare Gelegenheit, jetzt hier nach dem Schnitt in die andere Stadt zu jumpen. Nach Hardhoria. Ja, Claim Territory, ich kann das hier überall machen. Also mit allen Gebieten, die genau neben mir sind. Aber was bedeutet das? Ich weiß das nicht. Small River Forest Flat. Ist hier vielleicht irgendwas Gutes? Ich gucke da. Ich meine. Can claim this territory and attach it to one of your territories. This will cause a. Was? Ich kann das anschließen? Nein. Ich kann hier jetzt aber. Concealed Territory or giving information. Your region city. Okay, wir gehen mal in die Stadt rein. Gehen wir mal in die Stadt rein. Und schauen wir mal, wie es hier aussieht. Wir haben noch gar nicht geschaut, wie viele freie Siedler wir jetzt gerade hier haben. Aber immer noch keinen Shining Stones auf jeden Fall. Geprockt. So. Ja, ich dachte schon, also es ist so krass, ist es nicht, dass man das hier erweitern kann. Aber man kann zumindest Sachen, die neben einem sind, schon mal claimen. Das ist bestimmt ein gutes Gebiet, was ich mir gerade geholt habe, da bin ich mir ganz sicher. Wir haben ja tatsächlich hier noch genug Administration. Ah ja, genau, wir haben hier auch gerade erst die Primitive Towers erforscht. Die könnten wir uns jetzt auch mal aufstellen. Na, zumindest mal 3 Stück. Hm? So. Hier, wo die ollen Barbaren immer ankommen. Wow. 312 Salate. Ja. Ich habe eine leichte Nahrungsüberproduktion. Das ist echt erstaunlich. Das ist echt erstaunlich, ja, so wenig Leute gewachsen sind mit der Zeit hier. Und trotzdem sind die Vitalities nur auf 87%. Die Inaktiven sind extrem gesund. Die Leader geht so. Wonach richtet sich das? Wieso haben die zum Beispiel hier nur 19 Health, die Trader? Und wieso haben die das hier nicht erfüllt? Wollen die eigentlich was Spezielles haben? Wollen die, keine Ahnung. Und die Fische haben, glücklich zu sein. Wenn es niemand schaffen, hier genug Weed anzubauen. So. Du bist schon der Zweite. Ah ne, du bist auch eine Lettuce Farm. Aber du kannst ja Weed genauso anbauen. Ja, das ist überall Clay. Das ist nicht ganz so fertile. So, und 3 gehen noch. Ja, die ganzen guten Stellen sind alle schon belegt. Kann man wohl nichts machen. Was sagen denn unsere Tiere? Wir haben 2 Buffalos, 3 Ostriche, 2 Kamele. Wir könnten auch noch eine Farm bauen. Wir sind ja bei der Fleischproduktion tatsächlich da. Nein, wir haben auch mehr als wir brauchen. Wieso steigt das Fleisch dann nicht? Und irgendeine dieser Letus-Farmen hat keinen Trading-Stand. Irgendeine. Ich könnte jetzt getrost die ganzen Farmen tatsächlich mal schlafen schicken. Mal ganz ehrlich ist, so hier dich zum Beispiel. Das ist jetzt weniger.
Du bist in Gathering Camp, aber du schläfst sowieso. Wir müssen das jetzt alles nochmal hier kontrollieren. Das kann es ja echt nicht sein, dass irgendjemand hier illegal Salatköpfe verkauft. Was für einer Welt leben wir denn? Nee, dass hier, dass er die noch verschenkt. Na. Das ist ja eher deine Masche da hinten, ne? Mit der guten alten Gift Economy. So. Ja, wahrscheinlich ist die Health eher runter. Ach so, na klar. Ich meine, vielleicht wohnen die einfach in Slums. Das kann natürlich der Grund sein. So, wir haben hier haben auch einen Tools-Händler, ja. Das gibt's doch nicht. Wenn du welche zum Jagen geschickt hast, legt die das automatisch dann in den Vorrat? Ne? Die kriegen es in die Inventory dann, ja. Aber du brauchst halt Träger und es muss halt genug Platz haben und so. Ja, nee, ich meine, legen die das dann, wenn du wieder zurück in die Stadt schickst? Nee, also du schickst die dann drauf und dann hast du ja die Armee und kannst links unten so ein kleines Warnsymbol anklicken. Und dann siehst du die ganzen Waren, die sie dabei haben, musst du das letzte genau auf Unload machen. Dann laden sie das ab. Okay. So, du hast jetzt auch nochmal einen Reach-Stand. Es ist ja schon eigentlich effizienter, Farmen mit nur einer Seite zu machen, aber wir brauchen jetzt echt nicht mehr noch mehr Salatköpfe hier. Und ich finde den einen Scheißer einfach nicht, ne? Ich finde ihn nicht. Ach, der hat einen Marktstand ohne nichts. Kann ich ihn weg... Kann ich ihn wegmachen? Selling 0. Das ist bestimmt der, oder? Also nur ein kleiner Bug. Mal wieder. Schauen wir mal. War's das? Verschwinden diese... Ja. Na Gott sei Dank. Somit haben wir jetzt genug Letus-Lager für, weiß ich nicht, für 10 Jahre. Jetzt muss man nur noch den Erde-Sammler finden wieder. Also ist jetzt nicht so, dass ich nicht brauche. Naja, also ich meine, das ist ja hier, also wir sind ja hier nicht bei. Also ich kann dir schon was schicken, so ist es nicht, ne? Problem wäre eher das Hochlaufen so richtig. Okay, wir haben 5 Inaktive jetzt durch unsere wunderschönen Maßnahmen. Also wir können hier definitiv nochmal einen Turm bauen. Achso, da liegen Sachen auf dem Boden. Empty all, bitte. Ich hasse es, wenn... Was ist das denn hier? Was sind das? Flints. Ach so, ach ja, natürlich. Schön ja nichts her hier. Zumindest haben wir jetzt ein paar von den Hosts verbraten. Oh, lass mal die alle Flints wieder schlafen schicken. Lass mal das verbrauchen, was wir da angesammelt haben hier. Der eine kann weitermachen. Mal mehr Hose, glaube ich. Hämmer dürften noch genügen. So. Und du bist auch ein Homemaker. Es ist halt unfassbar, ich habe so viele Lager hier. Mal hier noch Flints rein. Get Max, 80 Stück. Scheiße. Und es reicht halt trotzdem nicht. Was ist das hier? Oh, das ist Dreck. Wieder wie bei Minecraft, hier Dreckslager. Wieso? Was? Das sieht fast so aus, als sei da tatsächlich eine Lücke in... Nee. Ja, so. Das ist ja der einzige Eingang hier. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass die von hier angreifen.
Da können wir es ein bisschen übertreiben mit den Türmen. Und es gibt ja auch ein wenig hier Guarding. Sodass wir hier immer loyaler werden. Also die Siedlung hier ist tatsächlich tausendmal stabiler als die Siedlung drüben. Sieben Arbeitslose. Das hier ist die Bogenschützenarmee. Können wir mal fünf reinstecken. Unsere Expeditionsarmee. Ja, die kann ich. Ja, komm. Das ist ein bisschen gefährlich, da jetzt hinzulaufen, aber das passt schon. Jetzt gucken wir uns mal das Gebiet an, was wir hier geclaimt haben. Unsere erste Kolonie. Also nicht wirklich Kolonie, sondern zumindest Gebiet, was mit uns assoziiert wird. Auch ist ja auch schon mal was. So. Ja, Überraschung, es ist genau dasselbe wie drüben. Da gibt es hier zufällig andere Pflanzen. Gibt es hier irgendwie Flint? Nein. Was ist das hier? Oh, das ist Zinn. Ja, das werden wir in der Bronzezeit brauchen. Also schon mal gut, dass ich das geclaimt habe. Das war sehr, sehr zuvorkommend von mir. Wenn jetzt noch irgendjemand Metall abbauen könnte, dann wäre ich der klügste Mensch ever. Aber wir sind alle noch nicht so weit. Ich bilde mir ein, dass das einmal bei mir im Solo-Spiel getriggert ist. Dass es nicht völlig buggy ist. Aber ansonsten gibt es hier, glaube ich, echt nichts. Naja, gut, sehr fruchtbaren Boden hier natürlich am Fluss wieder. Das Schwemmland. Gut, jetzt aber raus hier, also. Ach, ich sehe sogar Pulposar. Auch natürlich erstmal. Declare War. So, und dann nehmen wir mal. Wollen hier warte, was kannst du noch bei dir anbauen? Ich weiß nicht, ob ich irgendwas Besonderes anbauen Achso, könnte. stimmt ja. Also noch nicht zumindest. Ich habe noch fix vier Okay, meine Stück. Nahkämpfer haben gegen Barbar und Nahkämpfer verloren. Du bist ja richtig in der Wüste. Na, das ist nicht Arid. Ja, Ja. dann könnte das sein, dass du die anbauen kannst. Ich nehme die mal mit. Ich nehme die mal mit. Nicht Was Fisch. bist du mit? So ein paar zusätzliche Früchte für dich. Oh, So. okay. Gut. Hey, komm mal rüber. Siehst du meine Städte eigentlich? Nee, oder? Wenn ich es aufgedeckt habe, natürlich. Bringst du ein bisschen Holz mit, wenn du übrig hast? Also Holz ist so eine Sache, die hat man nie genug. Also ich bin auch schon losgelaufen. Ja, gut. Ich guck mal dann eher von unten, weil ich habe in der Stadt hier drin habe ich auch nicht so viel Holz. Ist unten etwas besser. Ist eigentlich der Brunnen egal, wo der hinbaut? Wenn du Left-Click machst, siehst du Groundwater, wie viel da der Spiegel ist. Also umso Oh. mehr, umso besser. So. Kennst du da schon einen guten Wert, oder? Nee, ich habe eigentlich meistens die Wasserdinger gebaut, die nichts kosten. So, okay, ich bin da. Ich lade mal die 50 Saatköpfe auf und die Fix. Bei den Fix solltest du einstellen, dass sie nicht verbraucht werden. Oder? Da musst du bei den Waren draufklicken und dann auf Stock von 4, Ja. ne? Genau. So, jetzt schauen wir mal an, wie das bei dir aussieht hier. Schönes Blau.
Bei mir ist alles in aggressivem Rot gehalten. Die heilige Stadt Sri Lanka mit ihrem Ankh-Zeichen natürlich. Ach, dieses Bild hier, ne, wenn wir irgendwann mal in den Mittelalter kommen. So, sehr schön. Das Fort wird schon gebaut. Sehr gut. Weißt du, wie das mit der Defensivzone geht, wie man die erstellt? Ja, schon gemacht. Hast du alles schon gemacht? Ja, perfekt. Ja, das ist super, super, super gut. Wurde ja gerade schon angegriffen. Ah, okay. Wow, wie krass. Das ist schon. Ist halt schon Wüste, ne? Krass. Aber ich habe hier eben Metall und wenn du genau das daneben nimmst. Nee, also genau in dem neben meinem links von mir, da ist Eisen und Kupfer und noch eins daneben, da ist Silber. Also da ist schon gut was vorhanden. Sehr gut. Ach, guck mal, Sandsteine. Ah, du hast etwas mehr Glück, weil du hast wenigstens Steine. Ich habe noch genau ein kleines Steinfeld bei mir drüben. Also selbst im Sand ist sogar noch Grundwasser drin. Gravel Sand. Ah, du hast aber wenigstens Fische. Also wahrscheinlich irgendwann Fische. Und das sind, was sind das? Sind das Buffalos? Okay, das sind Ostriche. Ja, ist auch gar mal ganz schön hier. Die guten alten Zeiten, als ich noch Nomade war, sah das so ähnlich aus. Damals. So, ich habe tatsächlich ein paar Familien gefunden. Unterwegs. Ich gehe mal jetzt nach hier noch nach links rüber. Hier noch auf dem Berg hier. Bisschen erkunden noch. Oh, wir könnten kämpfen, um die Säue zu befreien. 12 Stück gegen 10 Primitives. Ja, komm, mach mal. Ausnahmsweise. Ich mach das sonst nie. Willst du mitmachen? Also, das sind nur Milizen bisher erstmal, ne? Ja. Die ist, glaube ich, gerade alle gestorben. Ah, ja. So, ja, dann müsste ich das wieder auffüllen. Muss sagst du, ich kann dir nur den Tipp geben, sei extrem vorsichtig mit Armeen und so. Also beim Erkunden und so weiter. Und nimm fürs Erkunden auch niemals Fernkämpfer mit, sondern immer nur die Nahkämpfer. Ja, und umso mehr du da deine Armee konservierst, umso weniger du verlierst immer. Das klingt jetzt total trivial, aber umso besser ist es, weil, ja, ich hatte halt in diesen Aufnahmen schon sehr bittere Erfahrungen, sag ich mal. Kann ich mir vorstellen. Ja. Meine Güte, der Typ hier ist reich, ne? 2488 Gold haben wir. Ah, das passt ja alles hier. Soweit alles gut. Ja, hast du es bald? Das sind doch bloß 10 Stück. 9. Und wir haben 49, wir haben sogar Kinder dabei, die mithelfen können. Kriegen wir eine ordentliche Menge Säue raus. Oh, wir haben keinen einzigen Mann. Oh nein, wahrscheinlich haben wir irgendwelche komischen Leute verloren, oder? Face of 8 Soldiers. Ja, wir haben 2 Träger verloren. Willst du mich eigentlich verarschen? 2 Träger und ein Kind wurden getötet beim Kampf. Okay. Ist klar. Was ist das hier? 15 Loot oder 5 Ehre. Ich nehme mal den Loot mit. Wenn wir den absolut nicht brauchen, wahrscheinlich. Oh, da ist sogar Pottery dabei. Nehmen wir hier noch mit. The Starving Tribe. Nochmal ein paar Familien. So, einmal noch und dann gehen wir rüber. Und. Nein. Wir werden angegriffen von 15 Primitiven. Das sind echt die schlimmsten Events. So, ich will es nicht sehen. Es sind jetzt doch noch mal mehr hier. Jetzt sind es 5, ja, ne, wobei, es sind halt 4 X-Picks. Hoffen mal das Beste.
Gott sagen, auf jeden Fall so, wenn ich diese Cities hier claimen könnte, das wäre natürlich richtig gut, aber naja. Können wir eigentlich irgendwas forschen momentan, was Sinn machen würde? Ach so, richtig, die. Ich habe immer noch keine Inactives. Den Handel. Die Mud Bricks könnten wir erforschen, die bringen uns aber momentan gar nichts, wenn man dafür auch Äxte braucht. The Way of the Beast ist das. Den Cedar könnten wir erforschen. Und die Smoking Heights, ehrlich gesagt. Die versuchen wir mal. Mal schauen, wie groß da die Chance jetzt ist. 61%. Na komm, das wird, glaube ich, nicht viel besser. Ah, sie kämpfen noch. Statt nicht zu bedeuten, dass ich nur die anklicken kann. Ist alles gut. Ganz, ganz sicher. Wie hat Loyalität einfach nur stabil auf 74 bleibt. Das ist echt unfassbar. Und so wenig Konflikte. Die Leute hier sind so nett, die hier wohnen. Ganz anders als drüben in Sri Lanka. Aber wir verlieren tatsächlich Leute. Und ich verstehe wieder nicht, wieso. Oh wow, 55 werden zu alten Schweinen. Aber effektiv gar keine, weil da 120 sterben wegen Krankheit. Offensichtlich ist Krankheit momentan wieder das Problem. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir da die Häuser noch weiter ausbauen. Och, wieso dauert das denn so lange? Wenn es lange dauert, kann es nicht gut sein. Wahrscheinlich verliere ich jetzt wirklich alle. Das wird schon wieder echt passen. Ganze Meute. Die teuer erkauften oder erkämpften Säue, von denen schon wieder drei gestorben sind, offensichtlich unterwegs. Das ist bestimmt hier das Dorf, was du jetzt immer angreifen wird hier. Tschernopix. Tschernobyl-Anspielung? Vielleicht. Oh Gott, wir haben eine lange Folge, habe ich gehört, wenn die zusammengeschnitten wird. Ja, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So.